Die Metro ist ein großstädtischer Zeitmesser und eine Uhr, die als erste das Nomos-Swing-System in sich trägt. Das ist ein hauseigenes Assortiment, was für sehr viel Furore gesorgt hat. Ich habe mit dem Design versucht, diese Genauigkeit und Präzision von den Uhrwerken nochmal zu übersetzen, zu betonen und eine sehr wiedererkennbare und prägnante Uhr zu entwerfen. Ganz besonders sind die Anstöße, sind Bügelanstöße und auch das Saphirglas, das hat so eine besondere Wölbung und gibt der Uhr einen speziellen Zauber. Die Krone hat eine Rändelstruktur. Das ist ein Punktrelief, was inspiriert ist von Uhrmacherwerkzeugen. Das Zifferblatt der Metro hat eine besondere Vitalität durch seine Farbigkeit. Es gibt Mint, es gibt Rot, es gibt Schwarz und natürlich die Farbe vom Silber selbst. Die Gangreserveanzeige begleitet den Uhrenbesitzer im Alltag und sagt ihr immer, hey, zieh mich auf. Und man könnte auch sagen, es ist die Tankanzeige der Uhr. Dann hier die Minuterie, die getrennt ist von den Stundenindizes, betont nochmal die Komplexität des Zeitmessers. Und die Zeiger, die verjüngte Spitzen haben, um ganz genau die Zeit anzuzeigen. Die Metro 38 Datum ist klarer und noch großzügiger, maskuliner. Von dem Schwarz kann man auch sagen, es ist ein Schwarz, was richtig aus der Materialität herauskommt. Eine Farbe von einer tollen Prägnanz und Qualität. Ich freue mich, dass die Metro Neomatic jetzt das neue DOW 3001 in sich trägt. Das ist ein besonders flaches Automatikwerk. Hier gibt es im Zifferblatt zum einen neonorangene Akzente bzw. zyanblaue Akzente. Dass die Metro quasi jeden bedeutenden Designpreis gewonnen hat, ist einfach großartig. Die Metro kann sich also wirklich sehen lassen.